Hallo meine lieben Leute, euer Plückstummel hier am Start und herzlich willkommen zurück zum finalen Part von Rabisco Plus. Wir haben schon viele, viele Sterne gesammelt und jetzt sammeln wir einfach noch die restlichen Sterne. 15 Level warten noch auf uns und es freut mich, dass ihr wieder da seid. Wir sind heute pink. Yeah! Ich kann den Ausgang nicht finden. Ich habe versucht, hier herumzulaufen, aber ich lande immer hier. Oh, ist das so eine Art... ja, Laufband, oder? Ich glaube, das ist einfach ein Laufband. Ja. Okay. Ja, hätte ein bisschen schneller drüber laufen sollen. Nee. Oh, ja. Das geht eigentlich, oder? Das ist gar nicht mal so schnell. Das passt. Ich hoffe, darauf kommen wir klar. Aber wenn wir natürlich auch gleichzeitig mit dem Laufband laufen, dann ist das schon ziemlich schnell und da wird es sicherlich das ein oder andere tödliche Hindernis geben. Aber das war das Tutorial-Level. Okay. 86. Wir gucken mal hier. Okay, Laufbänder gehen runter. Überall. Und hier sind wir safe. Okay, perfekt. Und... oh ja, oh ja. Das sieht krass aus. Und oh mein Gott, wir haben hier auch noch Laser. Alles klar, dann schauen wir mal, ob wir das schaffen. Immer schön hoch und runter. Jawohl. Und hier ist nur ein Stern gewesen. Alles klar. Das wundert mich ein bisschen. Dann sind aber die restlichen Sterne alle schön hier verteilt. Und das kriegen wir gut hin. Perfekt. Und vielen lieben Dank an dieser Stelle an alle Daumenhochgeber und an alle Supporter des Projektes. So, sehr gut, wir haben alle Sterne, perfekt. Und falls noch jemand neu sein sollte, lasst doch gerne ein kostenloses Abo hier. Hier gibt's weiterhin schön viel Nintendo-Content und auch anderen Stuff. Jawohl. Und ich kann mir nach wie vor sehr gut vorstellen, wirklich regelmäßig solche kleinen Spielchen zu spielchen mit... kleine Spielchen mit euch zu spielen. Genau, so, mehr oder weniger. Ich glaube, das passt. Und jetzt wird es hier ziemlich brutal. Alles klar. Ah, das kriegen wir hin, ne? Irgendwie. Jawohl, das kriegen wir hin. Yeah. Müssen wir direkt wieder ein bisschen zurückziehen. Oder so. Das passt auch, aber ich habe den Stern verpasst. Den Stern, den brauchen wir natürlich schon. Jawohl. Wir wollen ja schließlich hier die 100% erreichen. Und die erreichen wir nur, wenn wir auch dem Mond alle Sterne zurückgebracht haben. Genau. Wir warten hier. So, perfekt. Ich glaube, jetzt habe ich den Dreh raus. Ja, das war fast richtig. Okay. Wir haben eigentlich genug Zeit, oder? Jawohl, wir haben genug Zeit. So, jetzt habe ich den Dreh raus. So. Sehr gut. Passt doch. Sehr schön. 4 von 7. Und im übernächsten Level kommt die Farbe. Und oh, dachte der Teleporter bringt mich beim Schlüssel raus. Na dann Mist. Und oh, das ist gemein. Die muss ich eigentlich direkt nach oben boosten oder auch nicht. Das ist fies, man hat hier keine Eingewöhnungszeit bei dem Laufband. Oh, das ist ein gemeines Hindernis. Vielleicht muss ich diagonal hoch. Ja, okay, passt, sehr schön. Sehr gut. Ja, jetzt ballert hier das nochmal ordentlich rein. Vielleicht gibt es ja sogar noch eine Spezialwelt. Mal gucken. Falls es eine Spezialwelt geben sollte, ist das hier natürlich nicht der letzte Part. Das ist klar. Aber mal gucken. So, 0 von 6. Okay. Und uiuiui, hier geht's ab. Wo bin ich denn hier safe? Ja, eigentlich wieder in der Mitte, ne? Immer schön nach links und nach rechts. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Und hier. Schön aufpassen. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ihr auch die Turmgeräusche hört, aber... ich hab die gerade richtig laut gehört. So. Ja, wenn es ein bisschen was zum Kritisieren gibt an dem Spiel, ist es doch die recht leise Musik, ne? Ah, man muss schon seinen Spielsound sehr, sehr, sehr hoch drehen. Gut, das kann man natürlich, das ist kein Problem. Aber das hat mich schon so ein bisschen verwirrt. Aber, wie gesagt, kann man leicht beheben.
vielleicht ein bisschen mehr abwechseln noch in der Musik, ne? Ich meine, die Musik ist schön, ja. Aber ich glaube noch so 3, 4 Tracks mehr hätten dem Spiel ganz gut getan. Und habe ich jetzt hier alle Sterne mitgenommen? Ja, habe ich. Okay. Und das ist auch das letzte Level. Aber ansonsten, das ist echt ein schönes Spiel, vor allem für 4,99, ne? Da kann man echt nicht meckern. So, okay, hier ist die Farbe. Und die sollte ich eigentlich ganz easy kriegen. Weil, mal gucken. So. Ja, Laufbänder bin ich ja schon vom Mario Maker gewöhnt. Nee. Auf das Hindernis komme ich sehr gut klar. Ja. Ach komm, come on. Speeden. Jawohl. Und wir gehen hier so an den Rand, genau. Oh, das ist gemein. Ja, okay. Okay. Jetzt wird's dir nochmal eklig. Ja, dann sage ich, okay, mit Laufbändern kenne ich mich aus, kein Problem. Dann sterbe ich doch noch einige Male. Alles klar. Gehen wir mal hier. Ja, durch die Innenbahn, genau. So. Und wir boosten nicht. Perfekt. Sehr schön. Und was haben wir jetzt hier? Ja, wir müssen eigentlich durchboosten, ne? Genau. Und dann wird das schon so passen. Jawohl. Perfekt. Und wir haben alle Sterne. Nice. Sehr schön. Und weiter geht's. Im letzten... Autsch. Dreh dich jetzt nicht um. Hinter dir ist ein Geist. Wie bitte? Der verfolgt mich, oder? Der verfolgt mich einfach nur. Alles klar. Der Geist kann ruhig da bleiben, wo er ist. Oh, der kommt doch mit. Der kommt mit. Nein. Ah, da war eine Speicherfunktion. Sehr gut. Der Geist ist wieder da. Wir haben's raus. Immer schön hoch und runter. Ja, jawohl. Da kann mir niemand was vormachen. Sehr gut. Und der Geist ist wieder da. Der bewegt sich so komisch. So, nicht zu schnell sein. Ich will meine Ausdauer nicht komplett ausgeben. Aber ansonsten... Wahrscheinlichkeit schon groß, dass ich sterbe. So, perfekt. Nice, 8 von 9. Und hier ist der letzte. Oh Gott. Ah, der läuft mir immer schön nach, ne? Das sollte gehen. Jawohl. Und kriegen wir den Stern schon? Ja. Und dann nochmal unten rum. Ja, perfekt. Sehr schön. Okay. Und wir müssen uns beeilen. Oder können wir hier noch gucken? Nee, hier können wir nicht spionieren. Das Spionage-Ding ist quasi ersetzt worden durch den Geist. Das ist ja mega gemein. Und ich brauche den Stern. Bin ich irgendwo sicher? Ja, in der Mitte. Oh Gott. Jetzt wird es hier nochmal hektisch hier am Anfang. Oder hier am Ende. Oh Gott, ich darf nicht stehen bleiben. Ganz wichtige Sache. So. Ich halt auf die Außenbahn. Jawohl. Und wir haben alle Sterne. Perfekt. Und jetzt müsste... Ne, im nächsten Level müsste der Kristall kommen. Sehr gut. Das war jetzt, glaube ich, ziemlich knapp gerade. Aber hat gepasst. Ah, shit. Ja, komm. Kann ich hier stehen? Nee, der Geist, der bringt mich sofort um. Alles klar. Okay, perfekt. Einer noch. Und, ouch. Ah, ja. Die Checkpoints sind ja hier. Sehr sicher. Wer es ganz hart will, der kann ja die Checkpoints ausmachen. Das glaube ich, wenn man es zum zweiten Mal spielt, ist das glaube ich echt ganz chillig. Ja, da kann man die Checkpoints auf jeden Fall ausmachen. So, oder den Speedrun-Modus nutzen und das in einem Zug quasi durchspielen. Und ich habe den Kristall gesehen. Ich habe ihn gesehen.
Ach, und da explodiere ich. Alles klar. Oben. Jawohl, und der war doch da. Oder nee, der war da unten. Okay. War ich an der falschen Reihe. So, perfekt. Wir haben alles. Und aufgedöhnt. Und natürlich sind da auch noch Gegner versteckt, natürlich. Warum denn auch nicht? So. Aber da ich jetzt hier so ein bisschen unter Druck bin, gehen so die letzten Level so ein bisschen gefühlt recht schnell vorbei, ne? Jemand hat eine Menge Erdnussbutter auf den Boden fallen lassen. Was für eine Verschwendung. Geh mal davon aus, dass ich hier klebe. Wahrscheinlich. Oder, keine Ahnung. Erdnussbutter. Oder nee, nicht kleben, sondern vielleicht rutschig. Weil Erdnussbutter klebt doch eher, oder? Na gut, gucken wir mal. Ich spüre jetzt hier keinen Unterschied groß. Nö, ich spüre hier keinen Unterschied. Ich weiß nicht, was das denn soll. Vielleicht merken wir das ja noch. Ja gut, ein bisschen anders bewegt er sich, aber es ist jetzt nicht so, als dass es auffällt. Und jetzt ist der Geist auch weg. Alles klar. Ah, der kommt bestimmt nochmal. Definitiv. Wir gucken. Jawohl, das Level ist auch relativ zügig, denke ich. Mal gucken, ob wir es im First Try schaffen. Das wäre episch. Nice. Und... Nein! Okay. Sehr gut. Und wir warten auf die volle Ausdauer. Definitiv. Perfekt. Und wir haben alles. Nice. Sehr schön. Wir kommen echt gut durch, Leute. Richtig gut. Und wir gucken. Gucken wieder. So. Ja. Oh nee, nicht wieder diese Rakete. Die hätten sie jetzt wirklich nicht mehr bringen sollen. Weil die triggert. Die triggert einfach nur. So, ansonsten sieht das Level ganz gut machbar aus. Aber irgendwas Heftiges muss doch diese Erdnussbutter wirken. Na gut, wir gehen immer so ein bisschen... Ja, nicht konstant durch, sondern immer so stoppend, so ein bisschen, wenn ihr versteht. Ja, aber so wirklich stören tut das nicht und... Okay, den Laser habe ich nicht gesehen. So, ich brauche Speed. Ach Gott, geh doch einfach runter. So, hoch. Ach komm. Okay. Ja, wir müssen eigentlich direkt flüchten vor dem Ding. Ja. Je schneller wir den Boost nutzen, desto mehr Boostzeit haben wir während des Hindernisses. Drück doch A, Mensch! Okay. Jetzt schaffen wir es. So, jetzt lass dich regenerieren, genau. Und dann boosten wir direkt wieder und will schon alle Sterne haben, Blue. Kriegen wir doch hin. So, perfekt. Und runter. Und boosten. Na, ah, knapp. Shit, okay. Ja, also diese Raketen, ich mag die nicht. Das sind meine Hassgegner. Okay, drück doch A, danke. Okay. Aber ich glaube, das war die letzte Rakete. Oder? Level 98? Bin gespannt, ob Level 100 nochmal so ein ganz, ganz großes Level ist. Mal gucken. Wir haben alles, sehr gut. Level 99. Wir gucken mal hier, was hier abgeht. Okay. Oh, jetzt müssen wir uns die Reihen überall merken. Okay. Und was ist das für ein Hindernis? Ah, okay. Ich verstehe. Wir werden beschossen. So, dann merken wir uns mal den Code. Oh, wir müssen uns sogar einen doppelten Code merken. Oh je. Okay. Ich versuch's aus dem Kopf zu machen.
2 und 4. 1 und 5. Ah, okay, das ist schwierig. Okay, das zweite von oben. Dann oben. Oben. Ja, das ist gleich, ne? Das ist gleich, genau. Dann wieder runter. Dann wieder hoch. Okay, und die Mitte ist quasi verboten. So, das ist quasi symmetrisch, aber man sieht es halt dann nicht. Ja, wir werden definitiv einmal sterben. So, oben. Runter. Dann hier wieder oben. Oben. Und runter. Okay. Wir probieren es einfach mal. Oben, oben. Dann einmal runter. Und wieder oben. Genau. So. Und dann hier rein. Perfekt. Dann wieder runter, glaube ich. Genau. Unten bleiben. Unten bleiben. Jawohl. Oder? Ja. Sehr gut. First try. Nice. So, und oh Gott. Wollte doch nicht direkt los. Aber egal. Passt schon, passt schon, passt schon, passt schon, passt schon. Nice. Level 100, Leute. Daumen hoch. Nur ein Stern fehlt. Nimm das Dynamit und entzünde es, um das Schleimmonster zu besiegen. Aber sei vorsichtig. Schleim neigt dazu, überall zu kleben. Schleim. Okay. Oh je. Alles klar. Aber hier gibt's noch eine Farbe, oder? Du siehst schmutzig aus. Würdest du dich gerne sauber machen? Nö, ich rieche eigentlich noch. Ich rieche eigentlich noch sauber, aber okay. Gut. Und die Farbe. Müssen wir hier in schöner, weißer Unschuldigkeit den Boss besiegen. Alles klar. Dann machen wir das doch. Und, oh Gott, nein! Verfolgt er mich eigentlich? Weiß nicht. So ein komisches, grünes Ding. Weiß nicht. Ja, ja, ja. Okay, jetzt haben wir's. Und muss der da drin sein? Oder muss ich es hier einfach nur entzünden? Weil dann entzünde ich mich ja selbst. Oder, nee, passt. Ach, es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Oh mein Gott, werden jetzt hier alle Farben abgeliefert. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber ich bin wohl unverwundbar. Oder auch nicht. Bin nicht unverwundbar, Leute. Alles klar. Daneben nicht. Daneben nicht. So. Das kriegen wir noch hin. Ja, ich muss, glaube ich, vom Gegner weg sein, ne? Jawohl. Das TNT scheint mit den Gegnern verbunden zu sein. So, perfekt. Peng. Und ich glaube, das ist der letzte. Ausdauer. Dann nutzen, wenn ich es brauche. Ja. Okay. Sind ja ganz schön viele hier. So. Ich will zünden. Und bam. Yeah. Und da ist der goldene Stern. Nice! Es war eine sehr ruhige und einsame Nacht. Vor allem einsam. Oh. Als plötzlich etwas Unerwartetes passierte. Die Nacht war so hell, dass man sie mit dem Tag verwechseln könnte. Und genau wie der Mond fühlte ich mich endlich wieder in Frieden. Und damit haben wir dieses Spiel beendet. Nice, cool. Und wie üblich für ein Indie-Entwicklerteam sind das hier nicht so viele Leute, die an dem Spiel arbeiten. Von daher, Respekt. Und wow, gibt's hier viele Beta-Tester. Ja, hier gibt's, glaube ich, mehr Beta-Tester als Leute von echten Spielen. Also, echten Spielen in Anführungsstrichen. Und großen Spielen, so. Und, oh, das wurde von Patreon auch supported. Von einigen Leuten. Haben die sich hier quasi verewigt. Das finde ich auch immer ganz cool, ne? Ja, die haben es ja oftmals nicht so leicht. Und, oh, das sind ganz schön viele. Ich glaube, wenn ich davon gewusst hätte, glaube ich, hätte das vielleicht auch supported.
Und dann würde ich auch hier stehen. Ja, leider wusste ich nicht davon. Anna Carolina, Liebe, Fürsorge und Unterstützung. Ist wohl die Ehefrau von den Entwicklern oder von einem. Dein Name steht vielleicht nicht in dieser Liste, aber vertrau mir, es spielt keine Rolle, denn dein Name ist bereits an einem ganz besonderen Ort, in meinem Herzen. Danke, dass du mein so geliebtes Spiel spielst. Wenn du dich heute Nacht schlafen legst, wünscht ich dir eine schöne, gute Nacht. Jo, nice. Damit sind wir durch. Und ja, war wie gesagt ein richtig cooles Spiel. Ja, für 3 Stunden Spielspaß, das kann man sich auf jeden Fall gönnen. Aber eine Sache fehlt noch und die holen wir uns jetzt natürlich. Ne? 100% abgeschlossen. Wir holen uns jetzt noch den Superstern. Jetzt bin ich gespannt. Und ich will eigentlich nicht weiß da reingehen. Nein, nein, nein. Ich bin BlueX2 und ich gehe blau rein. Ne? So. Wir holen uns den Megastern jetzt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass jetzt irgendwas Großes noch kommt. Aber mal gucken. Wenn du mit einem Bereich fertig bist, berühre einfach das mondförmige Portal. Es bringt dich zum nächsten Bereich. Ach so. Ah, jetzt kommen wir hier durch. Yeah, Cool. Sterni, Sterni. Bin ich jetzt auch verwundbar? Wir sammeln ihn ein. Let's go. Ah, ja, ich habe eine neue Farbe, oder? Das ist jetzt die Regenbogenfarbe. Okay. Ja, moin, das ist doch schön. Jetzt auch hier für immer anwendbar. Weiß nicht. Oder ja, die ist so besonders, die muss man sich immer aus dem ersten Level holen, ne? Okay, cool. Jetzt könnte ich theoretisch den Speedrun-Modus machen als Rainbow. Okay, cool. Dann Rainbow dashen wir hier durch. Jo. Vielleicht machen wir das sogar mal. Mal gucken. Aber ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen. Danke für den Support des Projektes. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dem Game, falls ihr es selbst gekauft habt. Und ich hatte ihn auf jeden Fall. Und ja, das nächste Projekt wartet. Und ansonsten gibt es viele Mario Maker Videos und andere Videos und Streams. Bis dann. Macht's gut. Euer Blix2 und ciao.